Hallo zusammen und willkommen zurück bei Astray. Ich habe jetzt wieder die Kontrolle über meinen Charakter erhalten und somit können wir uns hochbegeben. Somit können wir hier bleiben und uns wahrscheinlich nach einem anderen Weg umsehen. Da ist ein Schlüssel. Planetarium-Schlüssel. Professor Walkers Tagebuch, 24. Dezember, zu Weihnachten. Ich habe den Kristallsplitter runter in die Abstellkammer gebracht, wo ich es verstecken konnte. Auf dem Weg dorthin habe ich einen losen Ziegel in der Wand gesehen. Dahinter ist eine Ausbuchtung. Okay, und der Splitter hat angefangen zu leuchten, während er dorthin ging. Kann der Splitter irgendwie mit diesem Ort in Verbindung stehen? Was bedeutet das? Ich muss wissen, was hinter der Wand ist. Das Böse. Und jetzt geht der Fahrstuhl, okay? Das heißt, der Fahrstuhl funktioniert nur, wenn wir Briefe lesen. Das sieht mir nicht so geheuerlich aus. Wir reisen gerade zur Sonne, meine Freunde. Und ich habe mich nicht eingecremt. Das ist ja wohl das unheimlichste Planetarium überhaupt. Ist das wieder ein Rätsel hier? Sieht mir ein bisschen so danach aus. Kann ich da hin? Da ist ein Weg nach unten. Mann, warum muss es hier so dunkel sein? Ist nicht fair. Ist ganz und gar nicht fair. Okay, irgendwas mit Sternzeichen. Lepus. Keine Ahnung, was Lepus heißt. Klingt wie eine Krankheit. Orion, den kenne ich. Monoceros kenne ich auch nicht, auch eine Krankheit. Canis Major, irgendein Militärtyp. Gemini, sagt mir auch irgendwie was. Aber was soll ich damit? Sind das die Namen der Planeten? Nee, das sind doch Sternenkonstellationen. Aber was muss ich mit denen machen? Zumindest habe ich schon das Gefühl, immer wenn es um Rätsel geht, dann ist das Spiel sehr, sehr, sehr gnädig. Dann kommen keine Monster oder irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Da vorne ist eine Tür. Dann renne ich einfach mal zu dem Gang. Das ist gar keine Tür, das ist nur ein Gang. Ich dachte, ich hätte eine Tür gesehen. Ich guck mal durch. Das sind jetzt genau die Sternzeichen, die wir dort gesehen haben. Oder ist das Meer? Was ist das? 075? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ach, bewegt sich das Ding mit? Nee. Komisch. Oder Moment. Nee, da gibt's. Ich dachte gerade, es gibt vielleicht eine Winkelanzeige und wir müssen dann den Namen der Figur, die wir hier sehen, irgendwo reintipseln, aber da ist gar nichts. 075. Ach, egal. Ich hau hier ab. Ins Licht. Passiert hier gleich was? Nope. Aha, okay. Ein Brief. 4. Januar 1909. Hallo Rupert. Ich habe den Sprengstoff, den du wolltest, von Bella. Sie wollte zuerst nicht hergeben, aber hat es dann doch getan, nachdem ich ihr den Grund erklärt habe. Sie möchte uns beitreten. Und sie soll uns auch beitreten. Ich hoffe, es stört dich nicht, aber es war der einzige Weg, sie zu überzeugen. Okay, die sind irgendwo in einem Karton. Irgendwo hier gibt es Explosivmittel. Wahrscheinlich, nee, nicht da drin. Ich gebe da mal 075 ein, vielleicht war es das auch schon. Okay, nichts ist hinter uns. Das ist jetzt irgendwie die... Das ist nicht derselbe Brief. Das ist irgendwie seltsam.
Orion ist der Schlüssel, okay? Das heißt, wir müssen zurück zu Orion. Welcher war jetzt Orion? Ich habe keine Ahnung, welcher Orion war. Das heißt, kann ich da runterspringen oder sterbe ich dann? Höpp. Nee, das geht. Orion ist jetzt. Nein. Ich glaube, der war da vorne irgendwo. Bist du Orion? Nein. Der ist Orion, okay. Orion ist der Schlüssel. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hoch zum Orion-Planeten. Wenn ich wüsste, welcher davon jetzt der Orion-Planet ist, aber ich vermute mal der so blau schimmert. Ich bin doch noch allein hier, oder? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Bist du Orion da hinten? Oder muss ich zum Teleskop? Falsche Richtung. Ich will nicht von den Planeten erschlagen werden. Okay, Orion ist nämlich der hier. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Orion ist ja kein Planet. Orion ist ja eben ein Sternenbild. Das heißt. Oder muss ich wirklich hier bei dem Ding was machen? Da ist Orion. Bisher waren die Rätsel alle relativ einfach und jetzt hänge ich hier an dem fest, weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich tun soll. Ich vertraue noch mal nach unten. Vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen da unten. Orion zum Beispiel. Ich hoffe, da wartet jetzt keiner auf uns. Nee, da wartet keiner. Kann ich eine Kiste mitnehmen? Nee. Da hoch kann ich zwar, aber das ist auch sinnlos. Orion. Weil da raus kann ich ja nicht mehr. Genau. Nee, ich muss bestimmt oben was machen. Es geht noch weiter nach unten. Oh. Da will ich nicht hin. Da will ich ganz bestimmt nicht hin. Ist da oben was? Da ist eine Kiste. Da ist aber sonst gar nichts. Okay. Was? Bin ich gerade. Hä? Wo bin ich jetzt gerade? Ich frage gerade. Ich bin gerade gestorben? Was? Oder warum bin ich jetzt wieder hier? Okay. Freude. Flackern. Weniger Freude. Sonst ist hier nichts, okay. Komme ich da durch? Ja. Mann, wir müssen voll schlank sein. Voll sportlich und adrett. Aber ich glaube, der Raum ist nicht wirklich sinnvoll. Das ist gar nichts. Außer, dass ich nicht mehr rauskomme. Solange ich das Geschnaufe von einem Zombie nicht höre. Oh.
Ich glaube, er geht gerade in die andere Richtung. Ich habe ihn angeleuchtet, ich Trottel. Tür zu. Ich glaube, er kann keine Türen öffnen, hoffe ich. Ich möchte jetzt nochmal in den Luftschacht rein. Oh, hi. Ich beobachte ihn mal ganz spontan und kurz. Okay, er geht darüber. Ach, verdammt, das ist genau dorthin, wo ich auch hin will. Kann ich irgendwie hier warten, bis er wieder vorbeigeht, oder? Schon gut. Oder geht jetzt eine vorgefertigte Strecke und kommt gar nicht mehr zurück? Ah, verarscht. Dreht er sich jetzt um? Oh, er dreht sich um, okay. Ich warte mal hier, hinter der Kiste. Kann sich jetzt nur um Stunden handeln, so schnell wie der Typ ist. Der Typ eigentlich eh voll nett von mir. Das Mistvieh. Der Asthma-Killer. Ist er schon vorbei? Ich glaube ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so unheimlich finde ich jetzt das Monster selbst nicht. Aber ich möchte gerne wissen, was hier vor sich geht. Was mit unserem Onkel ist und was es mit diesem Splitter auf sich hat. Da ist wieder ein Brief. Brief! Hör auf! Professor Wockers Tagebuch vom 5. Januar. Wir sind gerade von unserer Expedition zurückgekehrt. Die Passage hinter der Wand ist viel tiefer, als wir dachten. Okay, der Ort führt zu einem Tunnelsystem unter dem Museum. Wir konnten nicht weiter rein heute Nacht. Okay. Mit Wasser gefüllt. Morgen machen sie weiter mit der Expedition. Okay, und der Professor möchte unbedingt wissen, wohin der Tunnel führt. Eigentlich dafür, dass sie hier so viel Scheiße gebaut haben, also Sarkophage ausgehoben, Dämonologie, ist ein Monster eigentlich eh relativ harmlos. Oh, hallo. Kann ich nicht aktivieren. Ich dachte schon, das ist der Raum, wo ich schon mal war. Muss ich da hin oder bin ich hier falsch? Da geht's glaube ich nicht weiter. Nope. So schlank sind wir nun auch wieder nicht. Hör auf damit! Ich dachte, ich hätte schon wieder Geschnaufe gehört. Was? Nö, keine Batterie. Apropos, verdammt. Unsere Taschenlampe gibt gleich den Geist auf. Tür! Oh, ich dachte, das ist ein Ladebildschirm. Verdammt. Ist hier eine Batterie? Der Sprengstoff! Okay, und wo soll ich denn jetzt anwenden? Ich warte ganz kurz, bis meine Batterien wieder aufgeladen sind. Habe ich irgendwo unterwegs diesen besagten Tunnel gesehen? Ich glaube ja nicht. Mann, ich sollte hier echt mal einen Elektriker rufen. Batterie, komm schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, und du auch nicht, ich weiß. Ich schleiche mich wieder etwas vor.
Ich höre ständig irgendwie das Schnaufen des einen Viehs. Aber ich glaube nicht, dass es hier ist. Oder muss ich in die Richtung? Nee. Wo ist dieser besagte Tunnel gewesen? Er hat doch gesagt, es war irgendwo hier unten. Oder? Kann ich das wegsprengen? Nope. Nicht schon wieder die Batterien leer, das ist unfassbar. Gab es eigentlich mal ein Horrorspiel? Es gibt ja diese Schüttel-Taschenlampen, wenn man sie schüttelt oder wenn man dran kurbelt zum Beispiel, dann haben die wieder etwas Strom. Gab es das schon mal in einem Horrorspiel? Ich weiß es gar nicht. Das war mein Schritt, okay. Komm schon! Ich sehe doch nichts. Ja, ich weiß, es dauert gerade etwas länger. Wenn's mal wieder länger dauert, schnapp dir eine Batterie. Okay. Das war ich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da rein? Ah. Ein Brief. Vorsichtig beim Transportieren des Dynamits. Ist sehr empfindlich. Okay, bla 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 bla. Ich weiß, wie man mit dem Dynamit umgeht. Keine Panik. Und zwar, ich werfe einen Stein drauf. Das hatte ich zwar gehofft, aber ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert. Ladebildschirm, schön. Oh, Strömung, Strömung. Wer hat das Feuer hier gemacht? Ist mein Onkel immer noch hier? Nicht schon wieder die Steuerung. Das darf nicht wahr sein. Ich mache gar nichts. Da geht's von allein. Okay, ich glaube, das ist der Moment, wo ich die Folge wieder beende. Das ist so ein Zeichen, ein unheiliges. Ja, Freunde, wir sehen uns in der nächsten wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.